Wir waren schon bei der Spargelkönigin, die intronisiert worden ist. Dann waren wir ja schon beim Herrn Seehofer und beim Herrn Müntefering. Also da waren schon die ersten Termine. Man kommt auf jeden Fall weit rum. So früh ist schon mal sicher. Wie waren denn so die Reaktionen bei Familie und Freunden? Also ich nehme an, die haben mitgefiebert und sich wahrscheinlich dann auch gefreut hinterher, oder? Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Die waren, besonders der Papa war da ganz vorne mit dabei. Aber es war für uns alle halt überraschend, weil ja eigentlich habe ich ja so ein bisschen die Außenseiterposition gehabt, weil ich ja eben aus dem ehemaligen Hopfenanbaugebiet Jura komme und die Hopfenkönigin ja in der Hallertau gewählt wird, also am Hallertauer Volksfest in Wollensach, und ich da eigentlich nicht so bekannt bin. Aber das Hopfenanbaugebiet Jura gibt es ja schon seit 17 Jahren nicht mehr und wir gehören jetzt eben seit 17 Jahren zur Hallertau, und das war eben eigentlich ein schönes Zeichen der Verbundenheit, dass wir da alle zusammen gehören, dass für mich dann gereicht hat und ich Hopfenkönigin geworden bin. Und Ihre Eltern bauen die noch Hopfen an? Ja, man muss Hopfen anbauen, sonst darf man da gar nicht antreten. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man als Hopfenkönigin durchaus auch mal ein Bier trinkt, oder? Ja, schon. Also ich habe jetzt ein neues Dienstauto bekommen, da darf ich natürlich dann kein Bier trinken, wenn jetzt dann mein Führerschein weg ist. Aber wenn ich einen Chauffeur dabei habe, dann darf man da schon mal zum Bier greifen. Das geht dann schon. Gehört ja auch irgendwie dazu, gell? Genau. Ja, ja. Dann wünsche ich eine unfallfreie Königinnenzeit. Dankeschön. Das ist jetzt ein anstrengendes Jahr, aber ich nehme an, das macht auch irre viel Spaß. Ja, also ich denke, ich werde auf jeden Fall viel erleben und ich hoffe, dass Sie mit mir zufrieden sein werden in meinem Amt. Ich versuche es bestmöglich zu machen und ich freue mich auf ein ereignisreiches Jahr. Und ich habe natürlich die Unterstützung von meinen Eltern, weil sonst geht es jetzt nicht. Die sind schon daheim, laufen am Telefon, sechs Terminabsprachen, und wenn ich dann unterwegs bin und abends heimkomme, dann wird mir nur das Wichtigste mitgeteilt und dann passt das schon, da kriegen wir das schon hin.